Dort wird heute ein neues Parlament gewählt. Aber was heißt schon gewählt in Russland? Am Sieg der allmächtigen Kreml-Partei gab es keinen Zweifel, auch wenn die Unzufriedenheit in den letzten Monaten immer breitere Schichten erreichte. Die politische Führung ist dennoch nervös. Patriotisches Tamtam soll davon ablenken, dass nicht nur die Wirtschaft stagniert. Das ganze Land ist gelähmt von Korruption, Bürokratie und wachsender Gängelung. Für die neuen russischen Wutbürger dient noch Präsident Medvedev als Blitzableiter. Allzu offensichtlich ist inzwischen, dass der einstige Hoffnungsträger kein Erneuerer war, sondern eine Marionette Putins. Ina Rück über die Wahl und ein Mann, über den sich auch der Westen lange Illusionen gemacht hat. Die Pokrowka-Straße in der Innenstadt von Moskau, Haus Nummer 19. Man muss die Adresse schon genau kennen, um das kleine Büro zu finden. Kein Türschild, kein Aushang, der Nummerncode für die Tür wird per Mail verschickt. Gestern Abend war hier bis spät noch Betrieb. Die unterschiedlichsten Leute kommen, tragen sich ein in die Liste der Freiwilligen. Bürger gegen Wahlfälschung. Weil es kaum unabhängige Wahlbeobachtung gibt, organisieren sie das jetzt selbst. Die wenigsten kennen einander. Aber es funktioniert. Wir verteilen jetzt die Beobachter auf die Wahllokale. Ich kenne hier auch niemanden. Ein paar Leute haben das angefangen. Ich habe davon im Internet gelesen. Wir wollen alle verhindern, dass sie die Ergebnisse fälschen. Auch Sergej ist hier, ein Moskauer Bauarbeiter. Man kann so leicht fälschen, sagt er. Und wenn wir nichts tun, dann ändert sich nie was. Die geben ihre Macht doch nie ab. So viele haben die Nase voll davon. Ich hatte ja auf Medvedev gehofft. Der war jung. Der war kein Geheimdienstler, aber der wollte auch nur die Fassade reparieren. Das war tatsächlich etwas ganz Neues im Kreml. Ein junger, moderner Mann, erst knapp über 40, ein studierter Jurist, der als allererstes eines versprach, er werde Russland zu einem Rechtsstaat machen. Viele glaubten dem so westlich wirkenden Mann und sahen ihm sogar nach, dass er gleich im ersten Amtsjahr die Verfassung änderte. Im Dezember 2008, Medvedev war ein halbes Jahr im Amt, wählte Moskau die Miss Konstitutia. Zu Ehren der neuen Verfassung, die der neue Präsident in einem wichtigen Punkt hatte ändern lassen. Künftig würde ein russischer Präsident nicht mehr 4, sondern 6 Jahre im Amt bleiben. Viele ahnten schon damals, dass dies eine Lex Putin sein könnte und Medvedev nur eine Zwischenlösung. Das Medvedev-Projekt war ein klarer Deal zwischen Putin und Medvedev, sagt die Politologin Lilia Schewtsova. Wenn auch so mancher vielleicht romantische Hoffnungen hatte. Medvedev wusste, auf was er sich einlässt. Er hat mitgespielt bei dieser Gaukelei. Es konnte doch niemals wirklich um Liberalisierung oder Modernisierung gehen. Medvedev war ein Intermezzo, eine Pause zwischen zwei Putins. Ein Lückenfüller also? Russlands Image in der Welt tat er jedenfalls gut. Mit ihm fanden viele schnell eine gemeinsame Sprache, ein ganz anderer Umgang als mit Putin. Dem eigenen Volk versprach Medvedev Modernisierung und lebte sie vor. Russlands erster Präsident mit eigener Website und Twitter-Account. Er diskutiert mit seinen Lesern und führt einen Videoblog. Da erzählt er zum Beispiel, dass er gerne Badminton spielt. Und dass das ein gesunder Sport sei. Virtuelle Demokratie auf Russisch. Dass das alles tatsächlich nicht mehr als ein Intermezzo war, das erfuhren Russland und die Welt am 24. September. An dem Tag, an dem Medvedev den einen Satz sagte, der auch die letzten Illusionen zerstörte. Auf dem Kongress der Kreml-Partei hatte er gerade seinen Vorgänger Putin als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Und dann sagte er den Satz. Das ist eine tief durchdachte Entscheidung, die wir seit dem Beginn unserer Kameradschaft besprochen haben. Dass wir das nicht früher gesagt haben, ist eine Frage der politischen Zweckmäßigkeit. Das Projekt Medvedev, sagt die Politologin Schewtsova, hat funktioniert. Allein die Existenz Medvedevs, seine Rolle als Teil des Tandems, war ein Erfolg.
weil sie Putin erlaubt hat, seine Schlüsselrolle zu halten und weil sie geholfen hat, den Westen zu verführen. Genauso wie einem Teil der russischen Gesellschaft, der den Traum von Reformen geträumt hat. Wahltag in Moskau. Seit dem Morgen wird auch in dieser Schule gewählt. Doch ins Wahllokal 2027 will man deutsche Journalisten nicht reinlassen. Das ist gegen das Pressegesetz, doch das ist der Wahlleiterin völlig egal. Erst nach vielen Telefonaten lässt sie uns doch filmen. Ein ganz normales Moskauer Wahllokal. Manche gehen hier zu zweit in die Kabine, die ist ja sowieso offen. Und kaum einer macht sich die Mühe, seinen Wahlschein zu falten. Wir sind hier verabredet mit Sergej, dem Bauarbeiter, der seit dem Morgen als freiwilliger Wahlbeobachter hier ist. Bis zur grünen Linie lässt die Wahlleiterin ihn und die anderen Beobachter vor und keinen Schritt weiter. Nur eine von vielen Verletzungen des Wahlrechts. Es waren schon dreimal organisierte Gruppen hier. Die werden mit Bussen gebracht, alle mit fertigen Wahlzetteln, die sie nur noch einwerfen. Ich habe selbst gehört, wie sie darüber geredet haben, in welches Wahllokal es als nächstes geht. Früher hätte keiner davon erfahren, sagt Sergej. Es gab nur Fernsehen. Aber jetzt kommt alles ins Internet, sogar, dass sie neulich Putin ausgepfiffen haben. Die Zeit ist reif. Und genau dafür werden die Russen Medvedev dankbar sein. Auch wenn er viele Hoffnungen enttäuscht hat, die Verbreitung des Internets war sein Projekt. Medvedev hat Russland ans Netz gebracht. Vor knapp anderthalb Stunden haben die Wahllokale geschlossen. Und die Kreml-Partei wird nach ersten Prognosen allenfalls 50% der Stimmen erlangen. Und das, obwohl sich bereits die Meldungen über Einschüchterungen und Unregelmäßigkeiten häufen. Ein dramatischer Vertrauensverlust für die allgegenwärtige Putin-Partei.